herzlich willkommen hier in Kiel. Unsere Landeshauptstadt zeigt sich besonders durch ein großes Feld im Bereich der Clusterpolitik von Schleswig-Holstein und das ist das Thema Digitalisierung. Hier in Kiel sitzen verschiedene Experten, die dieses Thema sehr stark bearbeiten und die wollen uns heute mal ein bisschen was über ihre Arbeit erzählen und zeigen. Das klingt hervorragend. Ich bin gespannt zu sehen, welche Expertise Kiel für Tagungsplaner im Bereich Digitalisierung zu bieten hat. Seit 2005 gibt es erfolgreich das digitale Wirtschaftscluster in Schleswig-Holstein. Welchen Mehrwert bringt es für das Land und wie steigert es auch die Expertise in Schleswig-Holstein? Wir sind ein Netzwerk von etwa 240 Mitgliedern, also aus der Digitalbranche und Medienbranche und schauen da, dass wir die miteinander vernetzen, dass wir digitale Transformation in der Wirtschaft vorantreiben. DIWISH ist zudem halt auch ein Angelpunkt in Richtung Politik, in Richtung Verwaltung. Wie kann ein Tagungsplaner für seine Tagung oder Kongress von diesem Know-how in Schleswig-Holstein profitieren? Ja, einerseits haben wir natürlich die Expertise hier im Land zu verschiedenen digitalen Technologien. Wir haben Zugriff auf Referenten natürlich, wir haben Zugriff auf Spezialisten, die in Richtung Veranstaltungstechnik dabei sind, die auch da, ich sag mal, einen Mehrwert bringen könnten. Die Digitale Woche Kiel ist 2017 das erste Mal an den Start gegangen. Auf Einladung unseres Oberbürgermeisters haben sich eine Vielzahl von Partnerinnen und Partnern zusammengefunden, die ein Digitalfestival auf den Weg gebracht haben. Zuletzt hatten wir 28.000 Besucherinnen und Besucher, die sich mit dem ganzen komplexen Thema des digitalen Wandels auseinandergesetzt haben. Das halten wir für eine sehr spektakuläre Sache. Was genau ist denn das Mittelstand 4.0 Kompetenzzentrum Kiel? Das Mittelstand 4.0 Kompetenzzentrum Kiel ist ein Verbund von 6 Hochschulen in Schleswig-Holstein. Wir sind hier ja auch heute in der digitalen Fabrik, damit Sie sich einmal anschauen können, was wir hier an Demonstratoren haben, welche Möglichkeiten bestehen, sich auch mit spannenden Themen wie Robotik, VR, AR und Ähnlichem auseinanderzusetzen. Alle unsere Mitarbeiter stehen als Referenten auch zur Verfügung. Digitalisierung ist ganz viel Vernetzung, ist Know-how-Transfer, ist ein Miteinander. Der Verein Digitale Wirtschaft setzt sich aber auch für Frauen at DIWISH ein. Wieso ist es so wichtig, auch die Rolle der Frau in der Digitalisierung zu fördern? Wir haben sehr, sehr wenig Frauen, die sich mit diesen Themen auseinandersetzen. Und wenn wir diese Kompetenzen nicht nutzen, dann verschenken wir einfach Möglichkeiten. Wir machen natürlich Veranstaltungen, um eben auch Zuhörerinnen zu gewinnen. Wir haben eine ganz große Veranstaltung, die sehr erfolgreich läuft, die heißt Tech und Tough. Da haben wir im letzten Jahr beispielsweise ein Speed-Mentoring gemacht, wo wir 20 ganz, ganz tolle Frauen gewinnen konnten, die als Mentorinnen zur Verfügung standen. Vielen Dank für den spannenden Tag in Kiel, Claudia. Es hat sehr viel Spaß gemacht und ich konnte sehen, welche Möglichkeiten Kiel im Speziellen für die Tagungs- und Kongressbranche im Bereich Digitalisierung bietet. Kiel ist dabei natürlich nur ein Knotenpunkt von vielen hier in Schleswig-Holstein, die sich auch immer mehr verdichten. Unsere Kollegen, Experten arbeiten hier mit Hochdruck an neuen Innovationen, neuen Ideen, neuen Technologien und ich freue mich drauf, dir das dann beim nächsten Mal zu zeigen, was sich in der Zwischenzeit alles getan hat. Sehr gerne, da freue ich mich drauf. Bis dahin.